So, liebe Leute, hier bin ich wieder und unsere Vivan ist ausgewachsen. Schwachsinn, das ist die falsche Vivan. Und wir haben das hier, ein Liquified Stego. Nichts Besonderes, die fressen übrigens nur das hier. Farm aber auch ganz gut, der hatte nur das Ding und ich bin einmal kurz hier ein bisschen rumfarmen gegangen. So. Stimmt, ich habe ein Bild gemacht. Können wir mal zeigen. Da. Die sehen cool aus und den dunklen leuchten die sogar noch besser. So. Zack. Ich finde, der farmt ganz gut. Ist ein bisschen schneller als der Zweig. Sieht auch von cool aus. Gucken wir mal. Den habe ich bis vom Arsch der Welt bis hierhin transportiert. Und hab dort etwas gesehen, was ich besser nicht sehen wollte. Aber egal, es gibt hier, dass diese Tiere mittlerweile zähmbar sind, finde ich toll. Am Anfang waren sie nicht zähmbar, das weiß ich noch. Es gibt ja auch es laufen ja auch, Liquified Giga gibt es, Raptor gibt es, ich glaube sogar ein Jaboas. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also eigentlich prinzipiell alle Tiere, von denen es ein Knochenskelett gibt, es sollte also auch ein. Ja, es müsste auch Liquified Rexe geben. Gibt's auch. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Von daher Liquified Wyvern, die ebenfalls zähmbar sind. Was haben wir denn noch? Liquified Wyvern. Von wem gibt es noch ein Skelett? Ja, der Jaboa. Raptor müsste es ja geben. Also prinzipiell gibt es, glaube ich, von allen, die nur ein Knochenskelett haben, eine Liquified-Kreatur. Muss aber sagen, die sehen auch cool aus. Wenn man sich mal hier ansieht, kann man das von hier besser sehen. Da. Machen wir weg. Da sieht man diesen schwarzen Kristall. Und diese schwarzen Kristalle sind dort ja überall vertreten. Das heißt, ähnlich wie die korrupten Elementadern auf Extinction, sind das die Dinger, die die Dinos so verändert haben. Finde ich persönlich richtig geil gemacht, die Idee. Und dadurch, dass Crystal 1 als vor Extinction rauskam, könnte man fast schon meinen, dass sich Wildcard da ein bisschen was abgeguckt hat. Aber egal. Das ist unsere Lightning Vivian Donner 156, ein Level bisher. Das habe ich, glaube ich, ein Leben. Leben oder Damage? Ich weiß nicht. Weil hat noch wenig Ausdauer, aber ich glaube, das hat trotzdem mehr Ausdauer als der andere. Großen Unterschied gibt es da jetzt nicht. Guck mal, 7200, 200, außer im Damage. In Damage ist das ein großer Unterschied. Das Ding war hier auch 185. Aber es hat dann auch ein Level ab. Ein bisschen bessere Do Ausdauer. Gehen wir mit. Ausdauer ist immer ganz gut. Wir nehmen trotzdem unsere Blitzwiffern und werden mal einen Blick riskieren und gucken, ob wir da was anderes noch finden für unsere Falle. Vielleicht so ein Raptor. Ich weiß nicht sicher, ob ich vielleicht doch eine Tropical Wiffern nehmen soll. Ich glaube, ich nehme eine Tropical Wyvern. Die ist ein bisschen schneller. Ja, die ist eindeutig etwas langsamer, dafür etwas stärker. Muss man sich mal überlegen, was man. Ich mag Blitzwyvern, aber wir nehmen uns. Wer hatte. Ich glaube. Blö? Ja. Blö müsste die meiste Ausdauer gehabt haben. Ach, fängt ja schon gut an. Ich habe ein GPS gefunden in einem gelben Loot-Crate. Das ist einfach mal so aufgeploppt. Ah ja, etwas schneller. Kommt man schneller ans Ziel, sagen wir es mal so. Und es fängt. Wie spät haben wir es? Ah, 6:15 Uhr, ist doch perfekt. So. Wir fliegen in diese Richtung. Die Map ist richtig groß. Man hat aber auch kein schnelleres Tier hier als diese Crystal Wyverns. Die sind kleiner und dafür schneller. Mir gefallen sie, wenn sie nicht mal so einen bescheuerten Wendekreis hätten. Der Vorteil an den Crystal Dingern, die sind immun gegen das Feuer der Liquid Wyvern. Falls sie überhaupt Feuer machen. Ich weiß es nicht. Also die Zombie-Wyvern beißen nur. Die spucken kein Feuer oder Gift oder sonst was. Aber ich glaube, die kann man auch nicht zähmen. Naja, gucken wir mal, was wir so finden. Die
Gegend ist zumindest sehr beunruhigend. Sobald man dort ist, kriegt man Angst. Ich weiß nicht wieso, aber diese Gegend ist einfach unnormal. Eine der genialsten Sachen überhaupt. Gucken wir mal, ob wir was finden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich den Stegi einfach mal mitgenommen habe. Gucken wir mal, vielleicht finden wir einen. Hast du Fleisch dabei? Ja, hast du Gammelfleisch dabei? Ist eine viel größere Frage. Ja, 73, okay. Weil ich weiß nicht, ob die. Ach, egal. Dann basteln wir uns ein bisschen. Gammelfleisch. Boah, der Weg ist schon. So, ich habe das hier. Also es soll wohl alle Artefakte hier geben. Ich bin mir auch nicht sicher mittlerweile. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es zwei Stück in der Wyvern-Schlucht gibt. Eins direkt am Anfang, am Eingang irgendwo. Und eins mittendrin. Ach du Scheiße. Der sieht cool aus. Die Farbe, ey. So leicht pink, ne? 108. Irgendwie stimmt was mit den Texturen gerade nicht so ganz. Texturen wollen gerade nicht laden, habe ich das Gefühl. Ne? Irgendwie wollen die Texturen hier gerade nicht laden. Ah, da sind sie. Und da ist ein Quetzal 145. 130, das sind alles so hochlevelige Quetzals. Mann, das wird teuer. Es wird richtig teuer, die zu zähmen. Vielleicht finden wir auch irgendwo einen Lobob. Glaube, ich habe auch schon mal einen gesehen. Ne? Ja, das ist hier die Gegend, die etwas Inpa vom Vermanta ist. Inpa vom Vermanta, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist. Ja, also da geht die. Richtig, im Keller ist so eine Sache. Auf jeden Fall, es herrschte auf jeden Fall viel mehr Leben, als ich das erste Mal hier war. Da war ja kaum, es war Leben vorhanden, also so ist es nicht. Aber definitiv weniger Dinos als jetzt. Vor allem, es gibt ja jetzt auch Unterwasser-Dinos. Also das Meer ist, glaube ich, schon so gut wie fertig. Sage ich, obwohl ich es nicht betreten habe. Werden wir aber machen. Vielleicht am Anfang mit einem Baryonyx und zähmen uns dann mal ein Plesio oder sowas. Oder gleich, oder wir übertreiben es gleich und schnappen uns direkt ein Tuzuteutes. So, von hier. Das hier oben nicht die. Gegend. Ah ja, hier oben ist da die Rockdrake-Gegend. Und die Landegegend. Gut. Und da hinten ist dann schon die Wolke des Todes. Mal gucken, was wir da drin alles so finden. Ich weiß, dass es da drin Blitze gibt. Muss es jetzt so neblig werden? Ist das jetzt. Ach Mensch, hoffentlich wird es gleich wieder etwas weniger neblig. Das stört mich jetzt schon ein bisschen. Ist das ein Einhorn? Nee. Okay. Kein Einhorn. Lymantria. Okay, mit einer Lymantria habe ich hier jetzt erstmal nicht gerechnet. Ist das vielleicht irgendwie ein Schäfchen oder sowas? Ah, guck mal Anna an. Der Himmel hat uns wieder, beziehungsweise die Sonne hat einen wieder. Das ist die Gegend, in der es ja auch Rockdrakes gibt. Was ist ein Tickstego? Das Ekus. Was ist ein Raptor? Okay. Aber für den Liquid Wyvern zum Beispiel brauchen wir definitiv ein
Eine Falle. Eine richtig teure Falle. Wie rund ist sie aus? Wir nähern uns da hinten einer Gegend. Hier gibt es, glaube ich, auch ein Artefakt. Voll Schiss. Man hat hier immer Schiss. Boom. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Es ist definitiv zu dunkel für euch. Aber ich will ungern eine Gamma höher stellen. Ach, ich mache das einfach. Aber ich werde das nicht zu hoch stellen. Ich denke 2,5. Wir wollen ja noch ein bisschen die düstere Atmosphäre haben. So, ich hoffe, das ist hell genug. Die düstere Atmosphäre wollen wir beibehalten. Da, du Scheiße. Seht ihr das, was ich sehe? Ist nicht euer Ernst, oder? 900.000 Leben. Dies Level 55 ist nur Gamma. Nur. Sagt sich so einfach, würde ich mal behaupten. Aber ihr habt's gesehen. Hier laufen Brutmuttern rum. Das ist ein Männchen. Moment, Moment, Moment. Das Ding hatte ein Geschlecht. Schade, sehe ich jetzt nicht mehr. Hatte die jetzt gerade wirklich ein Geschlecht? Oh, Lockdrakes. Ah ja, es tötet mich nicht. Es kotzt mir kein Leben, aber es ist einfach nur geschockt. Das passiert, wenn ich hier vom Blitz getroffen werde. Also nichts Gefährliches. Aberrant-Spinus. Die gibt es nur hier. Ich habe bisher noch nirgends auf der Karte Aberrant-Spinus gesehen. Sika gibt es hier jede Menge, aber ein Kanon müsste es eigentlich auch ein Dings geben. Ich kann den auch trans. Da, Avalanche-Spino. Sabertooth? Ja, darum, der greift mich auch nicht an. Das ist, glaube ich, das, was ich haben will. Du Scheiße. Hey, das ist gar nicht mal so weit weg. Achtzigtausend Leben. Genauso wie jeder andere. Kann ich den hier irgendwo zähmen? Selbst wenn ich es könnte. Hand aufs Herz. Wohin damit? Der steckt nicht gerade. Ich glaube, dafür brauche ich auch wieder ein Quetzal, ey. Weil, wenn, dann müsste ich an der Brutmutter vorbei oder schwimmen. Und beides kann der Giga nicht gerade so gut. Ah, das sind. Okay, den hier loszuwerden. Ohne Quetzal wird das nichts. Was gibt es hier eine Möglichkeit? Wir haben eine Brutmutter gefunden. Ein Agental, was gibt es hier auch? Diese Gegend ist in meinen Augen genial gemacht. Ich möchte es ungern heller machen, also sollte ich merken, dass das immer noch zu dunkel ist, werde ich das definitiv noch heller machen, das Video, mit meinem Programm. Aber
kann. Labyrinth-Spino. Kostet mich kein Leben. Oder? Zieht das ein Leben ab? Ja, ein bisschen. Okay. Zieht mir ein bisschen Leben ab, solange es... Oh, ein 150er Featherlight. Wobei, zieht das mir Leben, zieht das mir überhaupt Leben ab? Oder ist das einfach noch vom Kano, vom Giga? Ich glaube, das ist eher vom Giga. Oder? Ja, ich steige, mein Leben steigt. Was zum Henker ist das denn? Abrent Polovia. Hoffen wir mal, der greift mich aber, sollte mich auch in Ruhe lassen. Ja. Everrent Atropleura. Atropleura zähmen? Na, ich weiß ja nicht. Die Spine gefällt mir, aber von dieser Insel kommt man extrem schwer weg. Wo genau bin ich? Auf welchem Punkt? Ah, gut. Hier gibt es sehr viele Mineralien. Ich guck mal, ob ich einen dieser Kristalle finde. Versuche ich den mal abzubauen. Ein Brontos, die habe ich total vergessen. Aber nee, lass mal. Guck mal, ob wir hier irgendwas finden. Mit diesen Kreaturen hier wegzukommen, ist schon etwas interessanter, aber diese Gegend finde ich geil. Und hier gibt es, glaube ich, ein oder sogar zwei Artefakte. Eins auf jeden Fall. Aber ich meine, es gibt ja sogar zwei mittlerweile. Aber ich habe die Karte immer schon eine Weile nicht mehr gespielt. ...90er Kano. Die sind alle 10 bei hier. Also, ich freue mich schon auf den Giga. Den will ich mir auf jeden Fall schnappen, aber... ich glaube, ohne Quetzel komme ich da nicht hin. Sache... da ist dann schon wieder eine. Das heißt die gleiche. Das ist Level 20 und Weibchen. Guckt euch das Leben mal an. Ach ja, hier habe ich diesen Stego. Liquified Raptor. Was mal einen Liquified Raptor besorgen? 130. Ich glaube, den schnappen wir uns. Aber der belebt das nicht mehr. Scheiße. Setzen wir uns mal kurz hin. Wo ist der Liquified Raptor 130? War doch gerade einer. Da, ist das nicht einer? Bin ich behindert? Scheiß Brutmutter hat mir alles platt gemacht. Das war ein schöner. Da fliegt da was rum. Tun einfach so, als ob sie nicht da wären. Scheiße. Die haben zum Glück keine Attacke. Allein dieses Geräusch sorgt schon dafür Angst. Ist schon angsteinflößend. Oh. Oh. 190, natürlich. Ich habe natürlich einen Glückstreffer gelandet.
Zombie Feuerwehrmann. Na, wenn... Warum hab ich so ein Glück? Sie ist immer noch hinter mir, ja? Ja, leck mich doch. Also nicht wortwörtlich genommen. Bist du immer noch hinter mir her oder hast du jetzt endlich mal die Schnauze voll? Also dass die so hartnäckig sind. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Also das sind Kreaturen, mit denen man sich nicht anlegt. Nicht so ohne weiteres. Das sind die Kugeln schon wieder. Bei den Kugeln muss man aufpassen. Also die Kugeln an sich sind nicht das Gefährliche. Das Gefährliche ist 85. Hatten wir nicht gerade einen 95er? Sogar einen weiblichen? Ich meine mich erinnern zu können, dass das so war. Oh. Aber hier ist gleich nochmal eine Brutmutter. Jetzt will ich sagen. Sonst will ich ja sagen, ich nehme den Geek her. Und lass den einfach hier rum. Boah. Ja, genau. Deswegen. Deswegen sind die Dinger gefährlich. Ihr seht es, Elektrophorus in den Dingern. Also ihr seht die Elektrophorus jetzt nicht, die sehe ich übrigens auch nicht, also beruhigt euch. Könnt ihr beruhigt, also beziehungsweise könnt ihr beruhigt... Autsch. So. Da ist die nächste Brutmutter. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen den Giga hier. Ach du Scheiß. Ich muss den. Boah. Soll ich das riskieren, den Giga so weit wegzulocken? Nur damit ich ihn zähmen kann? Ja, könnte ich machen, oder? Ich könnte das sogar herstellen. Scheiße, hier ist Endstation für mich. Weil ich könnte den... Nein. Wenn er gezähmt ist und ich einen Sattel habe, könnte ich tatsächlich hier langlatschen. Da sind die Kristalle. Ich habe allerdings Angst, ist hier irgendetwas Böses. Ich traue dem Braten nie so richtig. Ah, das ist Öl. Entschuldigung. Doch, das wären die Kristalle. Boah, ich kann einfach nicht landen mit den Dingern. Ach, das sind Atropleure. Da sind die Kristalle. Diese Kristalle meine ich. Aber hier ist erstmal ein Apparent Spino.
Das ist die Gegend mit den Rock, ganzen Rockdrakes, ne? Agentavis. Nameless. Das ist doch... Es ist höchstwahrscheinlich ein... Ich hab das Geräusch doch nicht ums... Ah, hier ist ein normaler Rex. Schade. Ah, hier sind jede Menge von den Dingern. Hier ist noch nicht mal was. Da sind die Dinger. Autsch. Wir sind beide benebelt. So. Man glaubt gar nicht, was man hier erwischt. Element. Elementschart bekommt man hiervon. Und ich, das ist erstaunlicherweise Element. Wieder dreht sich alles um Element. Die Ähnlichkeit zu den korrupten Viechern ist hier schon sehr... fast schon offensichtlich. Das wollte ich gar nicht. Also ich meine... Sie ist ja schon vorhanden. Pulmonoscorpius. Ist das die Gegend, wo es in Richtung Artefakt geht? Sabertooth. Ich bin lieber zu Fuß unterwegs. Auch ein normaler Rex. Also normale Raptoren. Da ist eine Zombie. Ich weiß nicht, ob es eine coole Idee ist, hier in dieser Gegend rumzuflattern. Wir sollten gucken, ob wir... Viecher sind sehr stark. Zombie. Die weißen zum Glück nur. Nur, wie sich das anhört. Hier sind die Brontos, Stegos. Ah, da ist einer. Liquified Jab, boah. Ich glaube, den zähme ich mir mal. Besser gesagt, ich nehme ihn mit zum Zähmen. Habe ich den? Ich hoffe, ich habe den. Ja, es sieht so aus, als ob ich ihn hätte. Gut zu wissen. Hier auf der Karte, auf der Map sieht, auf der Insel sieht das so aus, als ob da nicht großartig was ist. Ach du Scheiße, von wegen, hier ist nichts. Wir gehen einfach mal hier. Habe ich den jetzt? Ja doch, ich hab den in meinen Pfoten. Mann, der sieht so winzig aus. Ich finde das immer aber einfach nur niedlich. Aus Prinzip. Wir sind jetzt 30 Minuten schon da drin. Aha. Na. Boah, Landel. Wo ist er jetzt? Toll. Ist er hier?
Da. Diese krassen Viecher. So. Hab doch bestimmt. Ich habe Kristalle gefunden, okay. So, ein bisschen Gammelfleisch. Die fressen nur Gammelfleisch. Braucht nicht so viel. Das Ding ist doch instant gezähmt. Die sind immer so weit weg. Zack. Akzeptieren. Zack. Boah, das sieht einfach so geil aus. Lustigerweise ist das auch eine natürliche Lampe. Das ist das Geile daran. Die strahlen eine unglaubliche Helligkeit ab. Und hier draußen ist es jetzt durchaus ziemlich hell, weil ich auf 2,5 gegangen bin. Aber wir gehen nochmal kurz rein. Ich hoffe, der Jabber steppt davon nicht. Ich hätte jetzt gerne noch einen Raptor oder so, den ich dann mitnehme. Da werdet ihr gleich sehen, dass diese Tierchen unglaubliche Helligkeit ausstoßen. Ihr seht das jetzt schon, ne? Es sind praktisch Lampen. Also wir haben hier Liquified Gigas rumlaufen. Gucken wir mal, ob wir noch einen Liquified Rex finden oder Rex im Raptor. Das ist der Giga, ne? Aber welcher ist das? Der ist ziemlich nah an der Küste dran. Fünfundachtzig könnte man trotzdem mal zähmen. Elektrophorus. Gucken wir mal. Doch, ich könnte den. Da war ein Kano. Hab ich so Wort gehört. Da können wir mit denen, wenn ich den hier zähme. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier einfach mal lang laufe. Hier sind Zika. Ich müsste dafür an den Spinus vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach geht. Obwohl die Spinus machen mir eigentlich weniger Sorgen. Sind normale Raptoren. Ich will gerne einen Liquified Raptor haben. Bei der Brutmutter war ja vorhin einer. 130er. Mann. Wie ärgerlich das doch war. Warte mal, kann ich zufälligerweise eine Bola herstellen? Habe ich Fasern? Habe ich gerade nicht. Schade. Aber egal, wir gucken mal. Wenn ich eine Bola herstellen könnte, wäre das super. Wir müssten jetzt erstmal Liquified Stego. Die Nameless lassen mich erstmal in Ruhe. Die lassen hier sogar. Ob man die verpaaren kann, ist jetzt die Frage. Muss aufpassen, denn da drin ist tatsächlich Elektrophorus und Piranhas und sogar Tusos. Onyx 140. Aber auch die lassen mich in Ruhe. Da ist die Brutmutter. Die lässt einen nicht in Ruhe. Sobald man den Namen sieht, ist sie, glaube ich, schon aggro auf einen. Ist da irgendwas Liquefiedes? Nein. Aber da ist auch nichts, was.
Da ist eine Tuse Teutis da drin. Fezzalad. Rockdrake. Kanor. Was war das da? Dung Beetle? Ein Dung Beetle Level 150. Ist das euer Ernst? Ja, könnte man ja eigentlich mal mitnehmen, ne? Ach, ja. Harvest Seekers. Mann. Da sind wieder Tusos und da ist ein Liquified Giga schon wieder. Hä? Hatten wir nicht gerade schon ein Liquified Giga? Ach, das ist ein 95er. Oder? Nee. Giga? 85. Ist das der gleiche Giga? Ah, ich blicke hier nicht mehr durch. Ich glaube aber echt. Das war ein Nameless, der mich angreifen wollte. Ein Techrex Level. Keine Ahnung, nicht drauf achtet. 102. Sieht zwar cool aus, bringt mir aber nichts, weil ich den nicht transportieren kann. Schon wieder ein Tech rechts da hinten. Normaler Raptor. Ich hätte aber gerne. Oder sind das normale Raptoren, die hier rumlaufen? Autsch. Ich frage mich jetzt, egal. Ich weiß. Berenspine. Atropleura. Ist das immer noch der Giga da hinten? Ist echt die Frage, können Gigas Liquified? Ne, es war der Bronto. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der Stego. Schauen wir, ob ich die verpaaren kann, ist das die Frage. Oh, ich habe nicht beachtet, dass der hier ist. Aberrant Megalodon, Megalosaurus. Megalodon ist ja nichts. Kano. R130, haben sind hier überall so gute Level. Ich wüsste gerne mal. Liquified Kano und Rex scheint es gerade nicht zu geben, falls es überhaupt geht, aber wir haben schon zwei, ich glaube zumindest, dass es zwei unterschiedliche Gigas waren. Wir waren. Autsch. Es wird kalt. Auf jeden Fall haben wir zwei unterschiedliche, schon wieder Liquified Bronto. Silvertooth. Hier soll es aber auch die Karkinos geben, aber ich habe keinen Plan. Ja, jetzt wird es richtig dunkel. Liquified Kano wäre mal was Geiles. Kanos kann ich auch noch transportieren. Frage ist, ob ich es schaffe,
Wir haben 40 Minuten schon erreicht. Wir gucken. Da ist die Brutmutter. Aranio Level 500, ey. Dieses Geräusch, ne? Also ist aber schon sehr. Sabertooth. Okay. Argentarius. Schon wieder das Viech. Der Stegos, der ist schon tot. Puh. Mal gucken. Das darf nur nicht auf die dumme Idee kommen. Ach ja, das könnte ich auch mal nachgucken. Wo sind wir denn? Fliegen etwas höher. Boah. Das ist echt unheimlich, diese Gegend. Ich wollte es nur anmerken. Oh. Liquified Wyvern. Okay, die ist hinter mir her. Wie viel Torpor hat sie? 1700. Ey, die könnte ich schaffen. Ich habe hier einen tollen. Ich versuch die mal. So, die ist hinter mir her, das ist gut. Ich werde es gleich einfach mal versuchen, eine 25er Liquified Wyvern ist, denke ich, nicht so stark. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, sie zu zähmen. Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass sie sich irgendwo verheddert. Boah, das ist so neblig. Kann der Nebel nicht aufhören? So, hier ist eine gute Stelle. Oder auch nicht. Die ist aber auch klein. Kein Ernst. Dein Ernst jetzt? Gegen was willst du da kämpfen? Weiß nicht, wie viel Schaden die machen.
Oha. Zu viel. Habe ich oft schon einmal getroffen. Also. Ich muss gucken, wie viel Torp hast du denn? Wahrscheinlich wieder 0, ne? 0. Vielleicht kann ich das Tierchen aber irgendwie irgendwo hinlocken und dann mein Tier davor. Es müsste gehen, beim Greifen hat es ja auch geklappt. Muss nur dafür sorgen, dass er sich irgendwie verbuggt. Gucken wir mal, ob das irgendwie klappt. Und ich sollte weiter was essen. Das ist eine gute Idee. Hier die Höhlen sind sehr verworren. Da könnte ich so eine Liquid Wyvern irgendwie mein Tierchen hält auch nicht so viel aus. Ich guck mal, ob ich hier eine natürliche Falle errichten kann. Noch ein Treffer und ich bin tot. Ah, das ist vielleicht eine gute Idee. Wenn noch einmal. Puh. Das klappt doch nicht so, wie ich dachte. Ja, wo ich durchpasse, passt das Vieh natürlich auch durch. Jetzt habe ich die nur im Arsch die ganze Zeit über. Die Frage, wo ist sie jetzt? Okay. Ach, da ist sie. Wenn sich da jetzt verbacken würde. Schade, ich weiß nicht, wie ich die. Ich habe keine Falle dabei, das ist blöd jetzt. Aber die ist auch irgendwie scheiße, ne? Gucken wir mal, ob ich nicht doch irgendwas finde. Oh, das war knapp. Gucken, ob die mir hinterherkommt. Okay. Warum treffe ich nicht? Gar nicht, wie viel
Was ist denn jetzt hin? Ach, das lohnt sich nicht. Ich muss das irgendwie anders hinkriegen. Ah, ohne Falle komme ich hier nicht weiter. Machen wir die platt. Vielleicht geben die hier was Besonderes. Ich gehe mal davon aus, dass die Feuerkrallen droppen. So, sind wir schon wieder bei 51 Minuten. So, oh, hat sich ja sogar gelohnt. Sich ja gelohnt, halt zu sterben. Gucken wir mal, ob die irgendwas Besonderes geben. So ist drin. Organisches Polymer und Spoilmeat. Elementstab. Ja, es geht eigentlich sogar, ne? Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ja. Wie gesagt, Crafting Skill. Aber wir sind, wie gesagt, schon bei 52 Minuten. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich guck mal gleich, ob ich noch einen. Ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Da baue ich dann nämlich ein paar Fallensachen mit. Die Dinger sind klein, das heißt, die müssten durch ein normales Dino-Tor passen. Von daher, ich sagen, das war's. Wir bauen dann am nächsten Mal eine kleine Falle. Und zack, haben diesen Tollen hier gezähmt. Einfach nur auf Leben. Anderes braucht das Ding auch nicht. Oh, so putzig. Auf jeden Fall, ich mache mal wieder Gamma 2.2. So. Und das war's für heute. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.